Wenn ich noch einen Kfz-Traum habe, dann sage ich euch ehrlich, dann ist das Motorradführerschein und mir so eine Maschine holen, wie Jack Stella in Sons of Anarchy hat. Digga, dieses Moped, Digga. Uff. Die Spiegel mit den lilanen, mit den orangenen Leuchten. Oh. Ultra sexy. Wie heißt das Modell von dem, Chat? Das wollte ich mal fragen. Wie heißt das Modell? Maul, Mann! Jedes Mal erschrecke ich mich, Digga. Also das ist die auf keinen Fall. Ja, das kommt schon eher hin, ja. Das war aber 2003er, ne? Ja, das ist die, genau. War die umgebaut von Jax oder was? Ich kenne mich da ja nicht aus. Gibt's bei Automobile auch Dings? Mopeds? So, dann wollen wir mal gucken. Achso, hier. Harley Davidson. Und jetzt? Suchen. Ja, wie? Digga, da steckt mir gar nichts vor. Was ist das für eine Scheiße? So müsste er das jetzt finden, oder? Aha! Machen wir einfach mal so, wie ein YouTuber sucht. Ein erfolgreicher YouTuber. Machen wir mal so. Buff. So sucht ein YouTuber-Chat. Oha. Oha. Maschallah. Oha, Digga, was haben die denn hier für Mopeds drin? Oh, also ich weiß nicht, ob du da gut drauf sitzt, Digga. Sitzt man da drauf gut? Ich glaube nicht, oder? Was ist das denn, Digga? Digga, sogar mit Navi, Alter. Also ich sag euch ganz ehrlich, die finde ich extrem geil, Digga. Die finde ich super geil. Hinten scheiße. Ist geschmacklich für die. Digga, die sieht auch barbarmäßig aus. Unendlich hässlich. Ist Geschmackssache, ne? Ist ja klar. Ich finde die schick. Was haben wir hier noch? Nee, Digga, die finde ich ja wirklich anders hässlich von vorne. Die finde ich hässlich, Chat. Also die sieht vorne mit dem Licht aus wie eine Missbildung. Aber ist Geschmackssache, ja. Digga, hoffentlich ist das nicht jemand von den Hells, Digga, der die ja verkauft. Die sind morgen bei mir, hauen mir eine Ohrfeige, Digga. Weil ich den Motorrad als hässlich beleidigt habe, Digga. Oh, Bruder. Nee, das ist mir alles zu abgespaced. Uff. Die sehen alle cool, auch Gold, so alles schick, aber... Digga, die Dinger finde ich aber gar nicht mal so verkehrt. Digga, was ist das denn, Alter? Also, seid mir echt nicht sauer, ich finde die geil, Digga. Gut, von hinten jetzt, auf dem Bild sieht die nicht so cool aus. Ich weiß nicht, Digga. Ja, das sieht... Das ist auch so eine. Ah doch, Digga, ich finde die geil, Mann. Die hat schon eine coole Optik. Harley Davidson Street Glider Special. Oha, 16 Minuten, Digga. Also das 2020er Modell, also ganz neu, brandneu reingekommen bei Harley Davidson. Ich habe schon echt viele Videos gesehen, aber ich habe noch nie ein Video gesehen, wo steht sorry für die Fliege im Bild. Das habe ich noch nicht gesehen, Digga. Ja, moin. Und zwar habe ich das Motorrad jetzt zur Verfügung gestellt bekommen, zur Probefahrt von Harley-Davidson Bergstraße. Das habe ich gerade abgeholt und bin jetzt gerade hier oben in den Odenwald reingefahren, weil ich jetzt mit euch ein paar Kurven fahren will. Ich bin jetzt eben gerade mega lang durch ein paar Dörfer. Ist das das gleiche Bike oder ein bisschen anderes Modell? Ja. Hier bin und hier geht es gleich in den Odenwald rein. Da fahren wir auch gleich hin. Also, ich bin total gespannt auf dieses Motorrad und ich habe jetzt schon die erste. Neueres Modell, okay, 2020er Modell, ja. Gesammelt, die paar Minuten, die ich jetzt schon unterwegs bin. Und es hat sich ein bisschen was geändert von 2019 auf 2020. Ja? Ich will das nochmal fair. Digga, die Fliege ist die ganze Zeit im Bild, oder was? Wird ja wirklich. Die Sicht haben, weil ich hab jetzt eigentlich damit kein Problem. Ja, Bruder, wenn du Profi bist, machst du das Video nochmal. So, jetzt fahren wir mal los. Blinker sind ziemlich gleich geblieben. Ja, links und rechts normale Harley-Blinker. Was hat sich noch geändert? Hier bei der 2020 und 2019 Street Glide. Bei der 2019 Street Glide gab es hier ist eine Luftöffnung und da gab es hier einen Knopf, wo du es auf und zu machen konntest. Ja, das haben die bei der 2020 weggemacht. Sind das Boxen? Und haben die jetzt nur noch permanent offen. Das heißt, man kann das gar nicht mehr einstellen, wenn man es nicht offen haben will. Es bleibt immer offen. Was mir jetzt beim Fahren jetzt extrem auffällt, wie gesagt, die Schaltung hoch und runter muss man wahrscheinlich nicht einstellen. Es geht bestimmt. Ist jetzt nicht meine bevorzugte Schalteinstellung, aber auf jeden Fall fährt sich das Motorrad super smooth. Was mir beim Bremsen beim Motorrad aufgefallen ist, der Kopf, ja? Nee, Digga. Optik ja, aber das ist mir zu viel Terreux, Digga. Uff, da, ja, sowas finde ich dann doch schon weitaus geiler. Ui, ja, mashallah. Das finde ich dann schon weitaus geiler, ne? Nicht unbedingt in dem Grün, das ist eine reine Geschmackssache. Aber das finde ich schon wesentlich geiler. Uff.
Ja, wollen wir mal gucken, zwischen 20 und 50.000. Eigentlich will ich das Moped von Jack Stella, Digga. Ja, nee, Digga. Also ich fand das Moped von Jax schon sehr, sehr cool. Das hat mir optisch einfach sehr zugesagt. Digga, wir reden hier über Mopeds, er schreibt Kawasaki rein. Digi, wir wollen eine Harley. Nix Kawasaki. Ich finde auch die Optik einfach geil, Digga. Das mag ich sehr gerne, diese Optik hier. Das Moped von Jax Teller sah so geil aus, Digi. Einfach Jax getroffen, Digga. Einfach Jax getroffen, Diggi. Ohne Ton auch noch. Perfekt. Also das Motorrad finde ich super, super schön, Digga. Es ist nicht das 1 zu 1 das aus der Serie. Hat andere Spiegel. Etc. Ich bin auch kein Profi, aber ich persönlich, ist natürlich eine Geschmackssache. Ich persönlich finde diesen Bereich von der Optik besonders sexy. Die Front ist lost. Blutbad. Mir egal. Ich finde, die sieht super schön aus, Digga. Ich glaube, am besten ist, wenn man dann mal irgendwann einen Motorradführerschein hat, dann auch eventuell einfach mal in den Laden reingehen. Wisst ihr, wie ich meine?